بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hier ist der Friedensaktivist Pierre Vogel, der schon tausendmal dazu aufgerufen hatte, dass man sich friedlich in Deutschland benehmen soll. Und die Medien haben es geschafft, jetzt, sie haben vorher versucht, die Hooligans gegen uns aufzusetzen, die waren nicht so dämlich. Dann haben sie, vorher haben sie schon versucht, andere Gruppen gegen uns aufzuhetzen. Es gibt sogar Rechtsradikale, die das zugegeben haben, dass sie aufgehetzt werden sollten gegen uns. Ja? Aber jetzt hat man halt eine Gruppe gekriegt von Jesiden, denen man tausendmal erzählen kann, dass man nichts damit zu tun hat, was im Irak passiert, aber es geht rechts rein, links raus. Doch, 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 ihr habt damit was zu tun. Ja. Beweise dafür gibt es nicht. Doch, ihr habt eine Fahne. Ja, die Fahne ist nicht die Fahne von ISIS, sondern diese Fahne ist eine Fahne von allen Muslimen, aber die wird halt gerade von ISIS benutzt. Ja, aber du hast ein Interview gemacht mit Desodok. Ja, wann denn? Vor 4 Jahren. Ach so, wie oft habe ich ihn denn getroffen in Desodok? Das heißt also, jeder, der Desodok irgendwann mal getroffen hat, der hat jetzt jemanden dort umgebracht. Aber was soll man da groß drüber diskutieren? Wer halt doof ist, der kapiert das auch nicht. So. Dann gibt es natürlich jetzt hunderte Morddrohungen, ja, weil man möchte sich rächen im Internet und der Verfassungsschutz weiß das ganz genau. Und die Medien wissen das ganz genau. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, und heute haben wir hier die Frankfurter Allgemeine, da steht nichts drüber. Gestern wurde einem Bruder mit der Axt in den Schädel reingeschlagen, in Bremen. Ein Mädchen in Offenbach wurde angegriffen, andere Frauen wurden angegriffen und mehrere Leute in Berlin. Hier, die Welt, steht auch nichts drin. Soll ich es übersehen haben, bitte mich darauf aufmerksam machen. Gucken wir mal, was es hier für... Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber in Herford habt doch ihr die Leute angegriffen. Erstmal in Herford, wir wissen nicht, wer das war. Wir kennen die Leute nicht. Also zumindest weiß ich nicht, wer das gewesen ist. Und es ist ein Unterschied, ob es einen offiziellen Aufruf gibt, wie hier, was ich gleich vorlesen werde, oder ob irgendwo zu einer Schlägerei kommt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich betone für die ganz Doofen, die das nicht kapieren, es ist ein Unterschied, ob ich mich jetzt hier hinstelle oder eine E-Mail rundschicke, lauert den Jesiden auf, oder ob irgendwo vereinzelt ein paar Leute ausgeflippt sind in einem Café. Und dann ist noch ein Bruder angegriffen worden, wo mit 10 Mann ins Auto gegangen ist, und hier auf jeden Fall. Lese ich mal vor, was bei den Jesiden rumkursiert. Aufruf an alle kurdischen revolutionären Jugendlichen Europas. Der ISIS-Terror muss gestoppt werden. Hier und jetzt. Also der muss hier in Deutschland gestoppt werden. Mal sehen, was der Verfassungsschutz dazu sagt. Sucht sie alle. Sucht sie alle. Facebook ist perfekt dafür gedacht und stellt genug Informationen über diese Unmenschen bereit, da sie es als Propagandamedium nutzen. Nutzt dies aus und legt euch falsche Accounts zu mit typischen islamistischen Namen, Abu Blabla. Legt euch Fotos der ISIS-Flagge, es gibt keine ISIS-Flagge, und Terroristen zu. Spioniert sie durch Facebook aus. Findet sie, sie leben, organisieren. Er wollte sagen, findet sie, wo sie leben, organisieren und finanzieren sich in eurer Stadt, in eurer Ortschaft. Findet sie, aha, ist also ein Aufruf zur Gewalt. Tut euch daher zusammen und bekämpft sie. Macht sie kampfunfähig, aha, brecht ihnen die Arme und Finger, bevor sie nach Irak und Syrien gehen können und sich selbst in die Luft sprengen oder unsere Menschen in Mesopotamien, ich dachte vielleicht meint er Mesopotamien, aber naja, Mesopotamien, nach ihren abscheulichen Ritualen zu morden. Das heißt, hier gibt es Geisteskranke, die versuchen, Leute in Deutschland verantwortlich zu machen für Sachen, die tausende Kilometer weit passieren. Rufen öffentlich auf. Ein Bruder wird zusammengeschlagen. Und wir haben das gepostet auf unserer Facebook-Seite. Ja, da gehen 10 Leute oder was weiß ich wie viele auf einen drauf, der im Auto sitzt. Und dann spucken wir es. Dann wissen, was kommt dann? Ja, wenn er von ISIS ist, hat er es auch verdient. Ach so, was sagt der Verfassungsschutz dazu? Was sagen die Medien dazu? Nichts wird gepostet. Was ist das? Das heißt, das ist hochgradig verfassungsfeindlich. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Leute, wie viel islamistische Straftaten gab es im letzten Jahr? Keine. Die von uns ausgegangen sind, von den Leuten, die mit uns eng sind, keine einzige. Hier in Deutschland. Okay. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt Leute, die ganz klar dazu aufrufen, hier Leute zu töten. Ich lese es mal weiter vor. So,
Bewahrt unsere Geschwister in der Heimat dieses Leid dadurch, dass wir sie hier unschädlich machen, bevor die Bombe in Kurdistan explodiert. Das ist die Logik, das heißt auf Verdacht, jeder, der mit Bart ist, hier platt machen. So ist es jetzt gekommen. Das habt ihr erreicht von Medien. Berichtet ihr darüber. Sonst, wenn ich einen Fuchs quersitzen habe, berichtet ihr darüber. Jetzt berichte ich darüber, wie es Mordaufrufe gibt gegen uns. Wollen wir mal gucken, ob er dagegen aufruft. Was er dagegen macht. So, was geht dann? Sie sind dumm. Das sagt der Richtige, ja. Alle in der 5. Klasse dreimal sitzen geblieben, aber wir sind dumm. Jedes zweite Wort, ey, du H, Punkt, Punkt, so und so weiter, ja, ist klar. Gut, sie sind dumm. Das sagen die Intensivstraftäter, MashaAllah. Sie sind dumm. Habt keine Scheu vor ihnen. Sie sind so sehr von ihrer Sache überzeugt, Dschihad, dass sie glauben, sie würden Gutes tun, gut handeln. Es sind alles Jugendliche in unserem Alter. Sie sind verseucht und verblendet. Man kann ihnen die Augen nicht mehr öffnen. Ach so, dafür ist es zu spät. Unsere Augen sind aber geöffnet. Ja, das stimmt. Weil die Jesiden behaupten von sich selber, dass sie das auserwählte Volk sind. Deswegen kann auch keiner in die Religion eintreten und keiner darf austreten. Das sind das auserwählte Volk. Und gerade hat ein Jeside gesagt zu einem Bruder in Harburg, dass sein Fingernagel mehr wert ist als ganz Harburg, weil er ein Jeside ist. Okay, gut, machen wir weiter. Auf jeden Fall. Daher reißen wir ihnen, unsere Augen sind aber geöffnet, daher reißen wir ihnen ihre raus. Also man soll die Augen von den Muslimen rausreißen. Das ist ein öffentlicher Aufruf zur Gewalt. Ich will mal sehen, von einem, wie heißt der hier? Nismet AK-47, angeblich aus Gießen, der zur Friedrich-Feld-Schule in Gießen gegangen ist. So, dann gucken wir weiter. Wir sind ein aufgeklärtes und fortgeschrittenes Volk. Ja, das stimmt. Hinsichtlich von Religion, Politik und Philosophie. Das sieht man an dem Post. Das sieht man im Post. Auf Verdacht Leute töten, ja, und Leute rächen. Gestern sagt man, hey, wir vergewaltigen deine Mutter. Das ist, MashaAllah, was für ein Niveau. Das heißt, wenn ich habe nichts falsch gemacht, ich werde verdächtig, was getan zu haben. Daraufhin soll man dann die Mutter von demjenigen bestrafen. Das ist aber toll. Gut, da reißen wir ihn raus. Wir lassen uns nicht weiter morden, massakrieren, gegeneinander aufhetzen und destabilisieren. Wir sind nicht mehr die Kurden, Armenier und Aramäer, sich wie vor tausend von diesen Wüstenräubern, die während wir schon in der Zivilisation leben, sich von Schlangen und Skorpionen ernährten. Ach so. Aha, das ist aber Volksverhetzung, was wir hier hören. Ja, das ist Volksverhetzung. Mal sehen, was darauf gemacht wird. So. Unsere Augen sind nun weit geöffnet. Wir erkennen ihre hinterlästigen, perversen Tricks und ihre barbarisch unmännlichen Vorhaben. Nee, die kennt ihr nicht, weil ihr uns gar nicht kennt, weil ihr nämlich alles durcheinander werft. Aber auch egal. Und wir sind ein revolutionäres Völkerbund. Ein revolutionärer Völkerbund. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber wir sind zu dumm, deswegen. So. Macht euch schlau, wo sie leben, wie sie sich organisieren und wo sie sich treffen. Macht sie unschädlich. Ich selber habe viele Informationen gesammelt. Lass uns erst mit unseren inneren Säuberungen anfangen. Diese sind unsere kurdischen Ratten. Ah, lass uns erst mit unseren inneren Reihen anfangen. Diese sind unsere kurdischen Ratten, welche einer menschenverachtenden Gehirnwäsche unterzogen worden sind, welche sich als den wahren Weg des Islam ausgibt, aber nichts mit Leichen zu tun hat. Achso, du weißt auch, was sie mit Islam zu tun hat. Danach findet all diese Araber, Türken, Albaner, Tschetschenen, Usbeken, Aserbaidschaner, dies ist ein Aufruf an alle kurdischen revolutionär-jugendlichen Europas, denn die Seuche ISIS ist. Dann geht noch weiter hier, ne? Auf jeden Fall. Das sind die Punkte. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Zeitungen, wie die Medien darauf reagieren, was die dazu schreiben, ja? Oder ob die weiter versuchen, Öl ins Feuer zu gießen. Wollen wir mal gucken. Wollen wir uns mal angucken, ja? Komischerweise, wenn ein Muslim einen Fehler macht, dann wird er versuchen, eine Ideologie daraus zu machen. Aber hier wird das totgeschwiegen. Warum wird das totgeschwiegen, dass 5 Leute über jemanden herfallen, in den Axt im Kopf schlagen? Warum wird es totgeschwiegen, dass man auf ein Auto losgeht, aber nichts von berichtet und die Polizei steht daneben? Man geht auf ein Auto los und schlägt jemanden zusammen mit 10 Mann, Einzelpersonen. Warum wird das totgeschwiegen? Warum wird das nicht berichtet? Die zweite Sache ist, wie wir Muslime damit umgehen müssen. Liebe Geschwister, das ist eine Verschwörung gegen uns. Das heißt, man versucht, die praktizierenden Muslime platt zu machen.
Und man möchte das erreichen, indem wir uns jetzt provozieren lassen und auf sie draufgehen. Und deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, haltet euch zurück. Geht nicht zu ihren Demonstrationen, geht nicht zu ihren Treffpunkten, geht zu euren Treffpunkten. Macht eure Dauer weiter. Denn ihr müsst eins wissen, wir müssen unsere Situation analysieren. Wenn einer zu dir in die Moschee kommt und greift die Moschee an, hast du volles Recht, Selbstverteidigung anzuwenden. Keiner kann was dagegen machen. Einer von den Hells Angels ist freigesprochen, weil er einen Polizisten abgeschossen hat vom SEK, wo er durch die Tür geschossen hat, weil sie bei ihm in die Tür rein wollten. Ich möchte nur, das heißt nicht, ihr sollt euch Waffen besorgen, aber das heißt, man soll wachsam sein. Denn solange man wachsam ist, ist man schwer zu attackieren. Man muss nur wachsam sein. Das ist wie beim Boxen. Wenn du locker bist und du kriegst auf einmal im lockeren Zustand den Schlag, bist du K.O. Und aber angespannt bist, weil du konzentriert bist, ist das schwer. Und deswegen, man muss wachsam sein. Haltet, macht eure Dawa weiter. Der Prophet a.s.w. als Sumayya umgebracht wurde in Mekka, ja, hat er trotzdem Ruhe bewahrt. Weil manche, die sagen dann, ey, sind wir Lutscher, ey, lass uns da hinfahren, lass uns die platt machen und so weiter und so fort. Leute, das ist das, was man will. Man ist uns jetzt am Beobachten. Man wollte das hiermit erreichen, mit dieser Provokation. Ja, man will das damit erreichen. Deswegen, liebe Geschwister, haltet euch zurück. Und inshallah bin ich bald wieder in Wilhelmsburg, die nächsten Tage. Ja. Und noch etwas, was ich auch noch sagen wollte. Seid wachsam, aber bleibt an euren Orten. Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, bei der Schlacht von Khandak, hat er einen Graben um Medina gezogen, hat die Leute kommen lassen. Hat keiner gesagt, er ist feige, weil er nicht dorthin geht. Bei der Schlacht von Uhud wollten die Sahaba rausgehen, dem Feind entgegen. Und der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat ihnen gesagt, lasst uns zu Hause bleiben in unseren Häusern. Und die Frauen können auch von oben Steine werfen. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen bei uns bleiben. Wenn sie angreifen, haben wir das Recht, uns zu verteidigen. Da kann uns keiner, da können doch nicht mal die Medien irgendeinen Schrott schreiben. Versteht ihr? Das ist das, was sie jetzt wollen. Die Hooligans waren zu schlau, um sich gegen uns aufhetzen zu lassen. Die Rechtsradikalen waren zu schlau. Jetzt haben sie Leute, die Ohren zu haben, die auf Vermutungen bereit sind, Leute abzuschlachten. Ja? Und die haben sie jetzt gefunden. Das ist unsere nächste Fitner. Wir müssen cool bleiben, locker bleiben und abwarten und Tee trinken. Aber wachsam sein. Hört auf meine Worte, liebe Geschwister. Das ist ein Zeichen, dass der Sieg nah ist. Die nächste Fitner, und wir sind entschlossen. Und wir wollten an an die Jesiden oder alle, die mit ihnen sind, wollten wir sagen, ihr könnt ruhig ein paar Verantwortliche von euch, keine Ahnung, Zentralrat oder was es bei euch gibt, schicken. Und wir können auch diskutieren über die Sache, weil wir sind gerne bereit, Probleme aus der Welt zu schaffen. Ja? Mit den intelligenten Menschen von euch. So, sind wir gerne bereit, Probleme aus der Welt zu schaffen. So, aber wer Probleme haben will, der kann Probleme haben. Wir bleiben bei uns zu Hause. Aber ihr müsst nicht denken, dass wir uns abschlachten lassen. Deswegen, ihr müsst euch selber entscheiden. Wollt ihr Probleme haben? Könnt ihr die haben? Wollt ihr keine Probleme haben? Wir werden keinen von euch angreifen. Alles klar. Tschüss.